Torno Business Personality, ein Podcast für Fach- und Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Die kleine Weiterbildung für zwischendurch. Von und mit Ortro Torno, Trainerin und Coach aus Fulda. Moderiert und betreut von Thomas Noll. Hallo Thomas. Ja, wir haben beim letzten Mal dich kurz vorgestellt, ja, deinen Werdegang kurz erklärt und du hast uns aus deinem Leben als Trainerin und Coach, den du jetzt schon 25 Jahre machst, berichtet. Mhm. Der heutige Anlass kommt auch nochmal darauf zurück und zwar hast du anlässlich deines Firmenjubiläums ein Buch herausgegeben. Mhm. Erklär doch mal, was ist das für ein Buch? Ja. Das ist was ganz Besonderes. Das ist ein ganz besonderes Buch, das stimmt. Ja, ja. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben. Jedoch, so ein Buch schreiben, steht so viel drin. Es gibt nichts, was es nicht schon gibt. Okay. Manchmal wird alles das fünfte, sechste Mal geschrieben, das wollte ich nicht. Und die Biografie schreibt man ja erst zwischen 64 und 71, okay, wo man einfach sagt, so, das will ich der Nachwelt hinterlassen. So weit bin ich ja Gott sei Dank noch nicht. Ja. Und habe gesagt, ich will was Kurzes, Knackiges, Praktisches haben. Und so kam ich da drauf, wenn ich in Seminaren bin, frage ich immer zum Schluss, was sind Ihre drei wertvollsten Diamanten? Und ich kriege oft als Echo, dass einer sagt, Sie haben da einen Satz gesagt, den habe ich mir notiert. Und das ist mir in den letzten 10 Jahren öfters passiert und dann habe ich mir die Sätze mal notiert, die immer mal gesagt worden, mhm, sind. Und daraus ist zum Beispiel, habe ich gedacht, da könntest du doch jetzt mal ein Buch rausmachen. Mhm. Und so habe ich ein Buch dann gemacht mit kurzen Sätzen, kurzen Gedanken aus meinen Seminarinhalten. Das Ziel ist, dass die Leute mal morgens aufstehen, so als, mhm, Impulsbuch, schlagen es auf und gucken, was steht da drin für einen Satz, für ein Zitat. Ich habe natürlich auch ein paar andere erfolgreiche Menschen, die es schon vor mir gab, mal zitiert, mhm, die mich wieder inspiriert haben, ja, auch drin geschrieben. Mhm. Man muss vielleicht kurz erklären, wie der Aufbau des Buches ist. Es ist wirklich ein orangenes, kleines Büchlein mit einer besonderen Bindung, 12x12 cm groß, passt also quasi auf jeden Schreibtisch drauf. Und ist quasi voll mit Impulsen, Aphorismen und Zitaten. So kann man das sagen. Ne? Das Tun kommt daher, da ich so ein Handelnder, ein Praktiker bin. Ja. Ich packe an, mache die Dinge und die Wissenschaft ist interessant, aber was heißt das für jemand anders? Mhm. Und das sagt man mir immer nach, meine Teilnehmer, dass das so praxisnah und ich einfach die Leute motiviere, etwas in die Hand zu, mhm, nehmen. Und so ist ein Tunbuch gekommen, was wie Talent, Talk, Thinking, Tankstelle, Telefonjoker, Temperament und lauter Tees und, okay, Tun. Das sind so die Dinge, die da drin sich widerspiegeln. In dem Tunbuch. In, ja, dem Tunbuch. Okay. Ja. Ja, kann man jetzt sagen, dass du wirklich zu jedem Gedanken oder jedem Spruch, der in diesem Heftchen drin ist, wirklich eine Art Coaching-Situation hast oder wo du wirklich dich erinnerst an eine Situation in einem Training oder in einem Seminar? Hm. Kann man das so sagen, dass du wirklich zu jedem Spruch nochmal irgendwie eine kleine Geschichte erzählen könntest? Ja, ganz, ja, spontan würde, ja, mir das einfallen. Hast du jetzt irgendeinen Spruch, wo du jetzt gerade was geöffnet hast, was dir spontan einfällt? Ja, ich habe jetzt hier gerade Seite 71 aufgeschlagen. Ja, okay. Da habe ich unten stehen, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ja. Ich habe oft in Seminaren, wenn es darum geht, Neues zu tun, und dann sage ich, und jetzt das Umsetzen. Wissen, ja, überzeugt, ja, und umsetzen. Und dann ist immer meine Sache, Mensch, was könnte passieren? Ja, eigentlich nichts. Dann sage ich, was haben Sie beim letzten? Das ist immer ein Thema. Da hatte ich eine Seminarteilnehmerin, die unzufrieden war auch mit der Arbeit, die sie machte. Ja, ja. Und der Chef hatte ihr Aufgaben gegeben, mit denen kam sie gar nicht klar. Deswegen wurde sie auch nicht eingestellt. Aber sie wollte auch nichts sagen, weil sie die Stelle nicht verlieren wollte, was man so oft hört. Ja. Und dann ist immer eine Frage, was würden Sie jetzt tun, wenn Sie keine Angst hätten? Ja, würde ich zum Chef gehen, würde er sagen, ich habe da keine Lust drauf, aber nicht was anderes hätte. Aha. Und was würde passieren? Ja, ich glaube, das weiß der gar nicht, dass ich was anderes haben möchte. Okay. Also man kommt sofort in eine Denkweise, die dann auch eine Handlung sehr wahrscheinlich mit sich führt. Ja,
Und wir sehen uns ja oft in Seminars, ja mal bei mir, wenn ich Unternehmen begleite, nicht immer einmal, sondern meistens mehrere Module, die man sich sieht. Und beim nächsten Modul kam sie und sagt, sie glauben nicht, was ich gemacht habe. Sagt sie, ich habe mir den Satz bei mir über die Tür geschrieben. Okay. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und immer morgens, wenn ich da durchgehe, lese ich das und glauben sie, dass ich viel glücklicher geworden bin, dass Wahnsinn. Ich mutiger geworden bin durch so einen Satz. Also das hat sie unheimlich geprägt, weil... Ja, dieser Satz hat sie geprägt, weil sie das erste Mal drüber nachgedacht hat. Ich bin eigentlich Gefangener meiner eigenen Ängste und Gedanken und ich habe es nie probiert und sage im Vorfeld schon, es geht nicht, das würdet ihr sowieso nicht machen. Ich habe es gar nicht probiert. Und diese Ängste machen Menschen zu Zwergen. Ja. Deswegen ist es einer meiner Lieblingssätze in meinen Seminaren auch drin. Und das würdest du tun, bedeutet letzten Endes, ihnen die Angst quasi auf die Seite zu schieben und den offenen Weg zu gehen, beispielsweise. Ich sag mal, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ja, dann würde ich dir mal vor das Schienbein treten. Dann sage ich, ja, das kann man nicht so ganz unbedingt machen. Aber was könntest du noch tun? Ja, das könnte das etwas eleganter lösen, indem ich einfach das sage. Ja, natürlich, und das ist das Schöne, sich zu erlauben, auch mal zu sagen, ich möchte mal zeigen, was eine Hake ist und Grenzen setzen. Ja. Und natürlich gilt es realistisch drauf zu schauen, ne, wie ist alles, dass ich die Rahmenbedingungen habe. Aber wir können viel mehr auch für unseren Selbstwert tun, als manche Menschen sich selbst erlauben. Okay. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Was bin ich mir selbst wert? Wie lange mache ich mit? Und wo setze ich auch mal einen Punkt? Okay. Gut, haben wir noch einen schönen Spruch? Ja. Spontan. Jetzt gehe ich mal spontan. Ich mache mal so zwei Seiten weiter. Da geht's, passt hinein. Ja. Selbstakzeptanz ist Voraussetzung für Fremdakzeptanz. Das ist ein Wahnsinnssatz, wenn man das hier überlegt. Was auf das Selbstbewusstsein anspielt? Wenn ich mich selbst nicht annehme, nehme ich andere Menschen nicht an. Ich mache mal ein Beispiel. Ich erlebe oft in Seminaren, wenn mir einer erzählt, also habe ich einen Chef oder eine Chefin, die ist ja sowas von tough. Mhm. Die fragt nicht mal, was man will. Die sagt einfach klar ihre Meinung. Und ich muss ehrlich sagen, ich kriege schon so einen Hals, wenn die reinkommt. Ne? Ja. Und dann sage ich, wie sind Sie denn so? Beschreiben Sie sich mal selber. Das würde ich nie machen. Also was macht man doch nicht? Und das ist voll in Gang. Ne? Und dann sage ich, was finden Sie denn an sich eigentlich gut? Naja, ist doch gut, wenn man so ruhig und zurückhaltend ist. Und, ne? Aber und dann kommen wir natürlich weiter, reden wir. Was du in dir trägst, was du beim anderen bekämpfst, ist dein eigenes Spiegelbild. Und das ist natürlich ein Wissen. Und das wäre dann auf einmal offensichtlich. Genau. Ich bekämpfe den anderen, weil er genau das macht, was ich mir verbiete. Okay. Und das finde ich ganz spannend. Mhm. Und daher kommt es ja, je zufriedener ich mit mir bin und ich mich annehme, sag immer rote Haare, Sommersprossen, abstehende Ohren, ich bin toll. Okay. Ja, das ist was Wunderbares. Und dann kann ich auch mit einem anderen zusammenkommen, wenn ich mich finde, der es eben nicht so hat. Oder der einem noch besser ist. Oder wie auch immer. Mhm. Und das erlebe ich, ob ich junge Leute begleite, gerade im Coaching, nehme ich mich an, wie ich bin, mit meiner Figur, mit meinem Background, mit meinem Wissen, mit meinem Know-how, dann kann ich auch ganz anders bei anderen Menschen auch ankommen. Ja. Und die anderen Menschen spüren, ob ich in der Ruhe oder nicht. Das ist im Dialog mit anderen Menschen eine wichtige Voraussetzung. Ich finde, der Satz alleine, da, wenn ich gerade Vorträge mache, gerade im Vertriebstraining, Selbstakzeptanz, Voraussetzung für Fremdakzeptanz. Mhm. Na, wenn ich mein Produkt nicht akzeptiere, ich mich nicht akzeptiere, wie soll ich es rüberbringen? Ja, da kann ich es eigentlich verkaufen. Ne? Kann ich verkaufen. Ja. Da kann man einen ganzen Tag Training rausmachen aus diesen drei Sätzen. Mhm. Das ist sehr spannend. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, jetzt gucke ich mal. Haben du noch willst was? Bestimmt noch was hören. Ja, nehmen wir einfach mal so drei Beispiele, weil ich finde es an sich... Ja, es gibt so viel. Ich weiß jetzt, also schlage ich einfach mal auf und schreibe mal hin. Vertrauen kann man nicht befehlen, Vertrauen muss man sich erarbeiten. Mhm. Vertrauen, wichtiger denn je in der heutigen Zeit. Ja, traue ich dir das zu? Traue ich dir das zu? Das kriege ich immer wieder, mein Chef traut mir nichts zu. Mhm. Und dann sage ich, woran liegt das denn, dass der Chef ihm nichts zutraut? Und manchmal sagt der Chef, ich weiß nicht, der sitzt vor mir, hört mir zu, 20 Minuten, der schreibt sich nicht ein einziges Mal was auf. Manchmal ist es nur kleine Gesten, wenn ich mich auf den anderen einstellen kann, dass er das Gefühl hat, ich kann dir vertrauen. Oder wenn ich dann eine Führungskräfteschulung mache und sage, was wissen Sie eigentlich über Mitarbeiter? Dann kommt bei zwei, drei wissen Sie Bescheid und bei manchen gar nicht wenig. Dann sage ich, wem geben Sie die Aufgaben? Ja, den ich kenne. Sage ich, andere haben Sie gar nicht kennengelernt, Sie geben dir nicht mal die Chance.
Oder loslassen in der Nachfolgeregelung. Mhm. Was traue ich der anderen Generation zu? Ja. Was traue ich anderen Menschen zu? Was traue ich meinen Kindern zu, die das Unternehmen übernehmen? Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Mhm. Und das Vertrauen kann ich nicht befehlen, das muss ich mir erarbeiten. Da gehören aber immer beide Parteien dazu. Und das ist ein Prozess. Wie oft begleite ich Menschen, auch manchmal zwei Menschen im Einzelcoaching, im Coaching. Mhm. Und ich merke, die müssten nur miteinander reden. Um ein Vertrauen aufzubauen. Um Vertrauen aufzubauen. Mhm. Okay. Aber es passiert nicht. Mhm. Und Vertrauen wiederum, ne? Vertrauen in anderen Menschen, es ist so ein Satz, das heißt auch gesteigerte Kontaktfähigkeit. Ja. Weil ich gehe auf anderen zu, ne? Und vertraue. Und ich kann das tun und ich gebe ab. Und das ist, wer das nicht hat, mhm, Vertrauen, der wird irgendwann sehr einsam. Kann eigentlich auch als Führungskraft keine gute Führungskraft sein. Oftmals ist er, ich bin schon 10 Jahre im Betrieb, Sie können mir vertrauen. Denke ich immer, wow, denke ich, geht gar nicht. Hallo, okay. Ich kann dich auch 10 Jahre als richtigen Kotzbrocken erlebt haben. Ja, und werde dir nicht erzählen, dass ich jetzt gerade irgendwas habe, okay, weil ich vertraue dir nicht. Oder Vertrauen ist genau das Gleiche, wenn ein Mitarbeiter mitbekommt, wie man mit jemand umgeht, der sich mal geöffnet hat, weil er vielleicht jetzt gerade ein Problem hat, mhm, und wir dann doch auf die Abschussliste kommt und man sich von ihm erledigt, muss ich nicht wundern, wenn Mitarbeiter nicht über Dinge sprechen, die ich eigentlich als Chef wissen müsste, um die Motivation festzustellen. Mhm. Ja. Also, das sind ganz, okay, wichtige Dinge. Gut, machen wir noch einen letzten? Ja, gucken wir noch mal, was wir noch finden. Mhm. Kommunikation ist das, was ankommt. Das finde ich ist auch so ein wichtiger, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Kommunikation ist das, was ankommt. Bei dem Empfänger. Bei dem Empfänger. Mhm. Weil der Empfänger entscheidet, mit welchem Ohr ich zuhöre, stellt die Weichen für die Begegnung. Mhm. Ja. Wie ist er gerade drauf? Ja, okay. Wo hole ich ihn gerade ab? Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Und das, wenn man mal so schaut, wenn man jetzt so guckt, ein Unternehmen hinein, die Empathie und Selbstempathie, das gehört wieder zusammen. Ne? Kann ich überhaupt Empathie auf anderen mich einstellen? Kriege ich denn mit, wo er steht? Ne? Und Kommunikation ist das, was ankommt. Manchmal kommt was an und Missverständnisse heute. Man redet nicht immer drüber und jeder geht wieder auseinander. Und würdest du, wenn wir, ja, wenn wir schon gerade beim Thema Kommunikation sind, würdest du sagen, dass man in der heutigen Zeit deutlich mehr Missverständnisse in der Kommunikation hat, als wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war? Oder kann man das so nicht sagen? Also Kommunikation ist auch früher schon ein anspruchsvolles Denken gewesen, weil, mhm, ja immer zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Werten, mhm, Erwartungen, Interessen und Bedürfnissen aufeinander kommen. Immer heutzutage hat man ja auch sehr viel Kommunikation, die ja gerade in Zeiten der Digitalisierung sehr viel schriftlich erfolgt. Denken wir nur an E-Mail, an, mhm, Chatting, mhm, Chatfunktion, WhatsApp, mhm, wo ja oftmals halt auch so eine, ja, wie soll ich sagen, vollkommene Kommunikation mit allen Sinnen auf der Strecke bleibt. Es wird ja heute weniger telefoniert denn je. Und genau das ist auch Kommunikation. Das ist nämlich, mhm, auch eine Form von Nicht-Kommunikation, mhm, weil es aufs Nötigste reduziert wird und das kommt oft beim anderen an, weil es oft vergessen wird, die Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehung. Und dadurch wird es missverständlich. Wird missverständlich und oft kriege ich heute zum Beispiel gesagt, die sitzen Tür an Tür und schreiben sich die Mails, ne? Anstatt, ja, mal aufzugehen. Auch das ist ein Generationsthema. Ja, ja, ja. Ja, stellen Sie mal vor, ne? Mhm. Da sitzt jemand, ne, ist vielleicht 33, ist voll im digitalen Welt, mhm, drin und sitzt, nebenan sitzt einer, der ist 50 und schreibt ihm bitte, da und da ist ein Thema, was halten Sie davon? Mhm. Er müsste nur aufstehen, hingehen und fragen. Da ist schon eine Misskommunikation. Der eine ist stinkig und sagt, jetzt antworte ich nicht drauf. Der andere sagt, Mensch, der antwortet mich nicht. Mhm. Und wenn man jetzt bedenkt, dass 70% der Energien in ein Austragen von scheinbaren, nicht vorhandenen Konflikten gehen. Mhm. Der wirtschaftliche Schaden ist in keiner Bilanz zu sehen. Und das ist ein Thema. Und wenn ich mal in den Firmen schaue, ne, würde man in den Firmen auch über Dinge sprechen, die nicht so schön sind, die sich auch mal kühler anfühlen, würden dann die Konflikte weniger werden. Das wäre gut. Es kostet nämlich viel Zeit, manchmal im Nachhinein die Dinge aufzuräumen. Mhm. Und wenn ich jetzt noch mal was sagen kann, andererseits ist es wichtig, worüber man nicht spricht, über die vielen Enttäuschungen, die da sind. Das, mhm, wird oft nicht gemacht. Ja. Kränkungen. Womöglich gegenseitige Verachtung, die passiert. Und diese bilden den Bodensatz des Miteinanders. Und die gären im Untergrund und vergiften die Atmosphäre. Mhm, und das, ja, erlebe ich in vielen Firmen,
Ich erlebe es in vielen Familien, ich erlebe es überall. Und Kommunikation, darüber kann man sich gar nicht genug austauschen. Und wie oft höre ich in vielen, die sagen, ich möchte mal nicht wieder die vier Ohren von Schulz von Thun hören. Da kriege ich immer zu viel. Dann sage ich, was haben Sie denn mitgemacht bisher? Ja. Inwieweit haben Sie da Ihre Persönlichkeit von 50%, wo stehen Sie heute? Was machen Sie da bewusst mit? Und wenn man da mal schaut, gerade heute, ne, heute sagt man ja, wenn zwei Qualitäten zusammenkommen, nämlich Ehrlichkeit und Taktgefühl, da haben wir keine Missverständnisse. Aha. Nur, das gibt es nicht. Und wenn ich heute mal in die Firmen oder auch in die Kommunikationskultur reingehe, dann gibt es immer so die Faust, 40-40-10-10-Regel. Haben Sie bestimmt noch nie gehört. Was ist das? Das finde ich spannend. Kurz. Es sind 40% der Menschen, die sind gut in Klarheit, Ehrlichkeit und Authentizität, wenn sie was sagen. Mhm, es gibt 40%, die sind gut in der Sensibilität und im Tun. Mhm. Und es sind nur 10%, die beides zusammen können. Okay. Und es gibt 10%, die haben weder das eine noch das andere. Und das finde ich spannend. Ja, würdest du jetzt auch das meinetwegen als Basis für deine Arbeit nehmen, dass du einfach versuchst, diese, diesen Mangel an Kommunikation herauszukristallisieren, um dort meinetwegen dann anzusetzen? Ja. Ist das so ein Weg, wo du auf sagst? Auf jeden Fall. Ja? Ich merke immer, wenn ich jetzt auch Trainings und Führungs... was sind jetzt die ganzen Techniken und Methoden und die ganzen Modelle von Graves angefangen bis überall... Wenn ich in meiner Person, in meiner Persönlichkeit kommunikativ andere nicht erreiche und man mir das nicht abnimmt und wir wissen alle, wie wichtig heute gerade im Umgang miteinander Ethos, Lokos und Pathos ist. Ne? Ethos ist, stehe ich für das ein, was ich jetzt hier sage? Will ich wirklich was ändern? Ja. Bin ich dahinter? Wie baue ich mir eine logische Kette auf? Mhm. Zum Beispiel, indem ich aus Problemen Möglichkeiten mache, aus Möglichkeiten Ideen. Und aus Ideen Handlungen. Okay. Ja, und jetzt kommt noch der Pathos. Wie gelingt es mir, empathisch bei anderen Menschen, bei meiner Zielgruppe anzukommen? Mhm. Habe ich das? Und die Empathiefähigkeit hat viel mit Resonanzfähigkeit zu tun. Mhm. Und das bleibt, wenn wir heute jetzt mal einen kleinen Sprung in die digitalen Welt machen, ab einer bestimmten Generation auf der Strecke. Es sei denn, es wird zu Hause vorgelebt und gemacht. Mhm. Okay. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und ja, das Otto, ich glaube, wir können noch viel über dieses Buch hier sprechen. Ich glaube, es wird uns noch mal ein paar Mal bewegen, weil es ist ja, wie ich das mir anschaue, sind es 140 Seiten. Du hast, glaube ich, 133 Seiten. Ach nee, mehr sogar. Ja, hinten. Und 137 Seiten nur mit diesen Aphorismen, mit diesen Zitaten. Und ganz am Ende, das würde mich jetzt nochmal interessieren, hast du so eine Art Spiegel in diesem Heft drin. Oder war es ganz vorne gewesen? Hm. Was hat der Spiegel auf sich? Hier ist er. Ich habe mein Seminar konzipiert, da war ich mit einer Trainingskollegin zusammen und wir haben dann auch philosophiert. Und da kam der Titel raus, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Das finde ich immer so spannend, wenn ich ein Videotraining mache oder Telefontraining und wo kommen wir zu. Und dann sagen die Leute, also heute habe ich einen schlechten Tag, ich bin sonst ganz anders. Das kriege ich immer wieder gesagt. Und dann denke ich, ja, wer ist denn heute hier? Ja. Und das sind so die Dinge. Und es ist schon ein alter Zitat, werde der du immer sein wolltest. Und wir sind auf der Welt und das finde ich so schön, dass ich mein Leben gestalten kann. Ich werde geboren, natürlich mit ein paar Beulen vielleicht und kriege auch ein paar Beulen auf der Welt mit. Aber ich kann gestalten und kann immer mal schauen, was passiert. Und ich erlebe heute leider im Coaching oder auch im Live-Coaching oft, ne, wann kann ich endlich mal leben? Ich fühle mich nicht rund und ist nicht. Und dadurch habe ich den Spiegel nach den ganzen klugen und auch Impulsen, die da drin sind, die wertvoll sind, ist hinten ein Spiegel drin und da habe ich bewusst nebenan geschrieben, ich bin das. Bin das ich? Bin ich das? Und zum Schluss ist nichts Schöneres, als zu sagen, das bin ich. Okay. Gut. Wer das Buch haben möchte, kontaktiert dich, schickt dir eine Mail oder ruft an. Ja, am besten so, richtig. Hast du das auch mal vor, in einem Verlag oder sowas nochmal zu veröffentlichen? Ja, also momentan ist wirklich, wer das hat, das ist so praktisch so ein Geheimtipp. Es ist ja nur für Insider und für Elitäre bis jetzt. Aber es hat einen reißenden Absatz und ich werde oft gefragt, ob ich das auch habe. Ja, ich bin dabei, eine Zweitauflage zu machen und will es dann auch über einen Verlag mit ISBN-Nummer richtig dann auch verkaufen. Alles klar. Gut, Otto, erstmal vielen Dank bis hierhin.
Ja, sehr gerne. Danke, Thomas. Gerne. Alle Informationen zu Otto Thorno gibt es auf der Webseite www.thorno.de. Hier sind auch alle Workshops und Vorträge von Otto Thorno veröffentlicht.